Moinsens und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play von Breakforce. Keine Ahnung, wie die Map heißt, die hat keinen Namen und ich wurde unter dem letzten Video, könnt ihr mal nachgucken, wo ich die 1 Million gekannt habe, wurde ich darauf angesprochen oder beziehungsweise wurden mir 16 Fragen gestellt von Patron oder wie dieser YouTube-Channel heißt. Ich wollte sie eigentlich zuerst so beantworten, aber er meinte, es wäre ein ziemlich nice Video und da ich sowieso nicht weiß, was ich sonst machen sollte, habe ich mir so gedacht, so komm, weißt du was, wieso denn nicht? Bitte jetzt nicht allzu enttäuscht sein, die Fragen kann ich, glaube ich, nicht mehr alle. Und ich habe jetzt nur die Antworten hier so kurz aufgeschrieben, ganz kurz und knapp. Ich überlege gerade noch, was war das erste? Egal, ich kann euch nur die Antworten sagen. Die erste Frage ist ja. Die zweite Frage ist auch wieder ja. Die dritte Frage ist auch, also habe ich geschrieben KA, denke ja, ich weiß auch nicht. Ach doch, viertens, würdest du gerne ein Abo-Klein erstellen? Nein. Weil ich bin ein White Shark und da will ich auch bleiben. So, viertens, nee, fünftens ist wieder ja, keine Ahnung. Dann sechstens, wer ist der beste Spieler in ganz Breakforce? Schwer zu sagen, also von allen, die es jemals waren, würde ich sagen, also sagen wir es so, mit allen Waffen, Just Cross, HSL, Baxterman. WS, so ein Betrüger-Clan, aha, alles klar. So. Achso, dann hier die sechste Frage. Nee, was ist das? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Siebtens, hast du Feinde? Also das weiß ich jetzt, kann mir das ein bisschen herleiten aus meinen Antworten. Die Frage, habe ich Feinde? Also nein, ich habe halt nur diese kleinen Kiddies, die sich halt aufregen, wenn ich die Hardcore-Camper mit dem Zombie-Bug wegficke. Aber mehr auch nicht. Und halt solche Typen wie Master Zaza, die nicht mal wissen, warum sie mich nicht mögen, die mögen mich einfach nicht. So, dann... Was kotzt sie am Breakforce an? Die scheiß Noobnades, also Eier, Giftbomben und... wie heißen die? Schneebälle? Egal, die halt. Die kotzen mich total an und halt das ganze Camp im Zombie-Modus, weil zum Beispiel Gamer hier gerade abzieht. So, die nur... was habe ich denn noch? Dann kommt die nächste Frage. Die Antwort weiß ich leider nicht. Die lautet irgendwie, weiß ich nicht, einfach so. Also da muss ich dann später nochmal nachgucken. Aber momentan habe ich überhaupt keinen Plan, was ich damit überhaupt meine. Sagen wir so, es ist ein bisschen komisch, weil ich weiß gerade echt überhaupt keine einzige Antwort. Oh oh. Boah, ich weiß nicht, wohin ich gehen soll. Ich gehe mal hier außen rum. Ach scheiße, egal, kann ich weiter beantworten. So. Dann zu viel... Achso, war... Nee, was magst du nicht am Breakforce ist eigentlich, jetzt weiß ich noch wieder. Warum mache ich Breakforce nicht mehr? Einfach so ist man einfach keinen Spaß mehr. Dann nächste Frage, warum bist du noch aktiv? Ich habe einfach zu viel gepaid, ich habe es schon mal erwähnt im vierstelligen Bereich. Ich habe einfach einen zu hohen Rang, dass ich inaktiv werde. So, was war meine erste Konsole? Nee, Quatsch, nee, hast du ein Super Nintendo? Nein, aber dafür habe ich ab dem DSi, den Nintendo, den normalen Nintendo, hatte ich alles. Also halt auch sowas, ich hatte mal, was hatte ich, ein DS Lite, DSi, 3DS, 3D, nee, was hatte ich denn noch? Moment. Hatte ich noch einen Game Boy Color? Normalen? Ich weiß gar nicht, wo campe ich denn hier jetzt am besten, wo stehe ich mich hier am besten hin, wenn ich nicht campe? Ich stelle mich mal hier so hin. Was hatte ich denn? Ein Game Boy Color? Das war die erste Konsole, da komme ich auch dann gleich zur nächsten Frage, was war das erste Spiel, was ich jemals gespielt habe? König der Löwen. Für den Game Boy Color. Das ist, also wenn man das mit hier mit den heutzutage Spielen vergleicht, ist das nicht vergleichbar. Das hat einen Schwierigkeitsgrad von abgehoben. Also wenn ihr da hier was hinkriegt, dann echt Glückwunsch. Boah, really, Decke. Ganz im Ernst. Wo ist der Sinn? Wo ist der Sinn dabei? Das versaut das Spiel. Das versaut einfach nur das Spiel. Was soll das, Decke? Aber dafür wird er reported. War ohne Spaß. Ich verstehe es, wenn ihr ihn gegen Camper einsetzt. Ich verstehe das komplett. Ich würde das genauso machen.
Weil Camper Ring hat einfach weg. Da krieg ich auch meine Aggression da. Der use ihn auch, man fickt die weg. Aber man macht das doch nicht, nur um einfach Leuten den Spielspaß zu zerstören. Was soll's denn? Boah, ich bereue es, dass ich Gamer gesagt habe, wie dieser Bug funktioniert, weil der hat ihn auch weitergegeben. Also in der Stelle mal, Gamer, fick dich, du brauchst ihn einfach nur. Du solltest dich was schämen. Du bist meines Vertrauens nicht würdig. Oh Gott, ich lass mich viel zu leicht ablenken. Ich lasse mich echt zu krass und zu leicht ablenken. So, ich muss noch weitermachen. So, was habe ich? Game Boy Color, Nintendo DS Lite, DSi, DSi XL, 3DS, 3DS XL. Oh Gott, schon wieder. Wie lame. Oh, DSi XL, Wii. Und wir schwanken gerade, ich meine, es ist, ob wir uns vielleicht eine Wii U holen, weil im Prinzip, ich weiß gerade zur Zeit kaum noch, was ich machen soll. So, und dann die nächste Frage, es geht langsam aufs Ende zu. Meine erste Konsole war, wie gerade eben schon erwähnt, der Game Boy Color. So, und die letzte Frage, gehe ich dir mit meinen Fragen auf die Nerven? Nein, ich finde es gerade gut, wenn mir jemand sowas stellt. Gibt nicht viele, die auf solche Ideen kommen. Vielen Dank an dich, Patron. So, dann habe ich schon die halbe Runde rum und habe irgendwie nur gequatscht, mich nicht richtig konzentriert, was sich auch bei meinem Score bemerkbar macht. Und alle, die dieses Video sehen, bitte schickt es mal zum Support. Bitte gebt mal Deckel den Denkzettel. Es hieß klar und deutlich in den RGBs, wer Bugs tut, er kriegt schlimmstenfalls sogar einen Permaban. Ich weiß es aber nicht so genau. Ich hab da nicht genau gelesen. Aber RGBs meinen auch, wer diese Bug use. Ich meine, klar, rein theoretisch, ihr könntet mich auch jederzeit melden, dann könnte ich da auch einen Bann kriegen. Aber es ist halt die eine Sache, ob ihr es so macht wie ich und den halt nur gegen Camper einsetzt. Oder ob ihr es so macht wie Gamer. Der campt, nix kann. Wirklich nur campen kann. Ansonsten nix, weil er mit seinem kleinen Mini-Penis nix reißt. Oder wie hier Deckel 8. Weil die einfach scheiße sind und schlecht, weil sie nix können. Was bringt mir das? Oha. Ein halbwegs Camper-Punkt. Oder halt wie ich den halt nur benutze, damit das Spiel mal vorbei ist, weil die scheiß Camper einfach schlecht sind. Weil das ist auch wieder sowas. Hier, guck mal. Ich verwette meine Arschhaare darauf, dass der Typ irgendwo unfair campt. Okay, ich sollte meine Arschhaare doch besser aus dem Spiel lassen. Au. Wo ist der? Ich höre den schießen. Der ist wahrscheinlich außerhalb. Ach, da. Sehr lustig, der Kerl. Oh Gott. Ey, ernsthaft! Ernsthaft, der Ga... Ohne Spaß, Gamer, fick dich einfach nur. Der halbe Raum hier. Der halbe Raum, use den verfickten Bug. Hier, guck mal, Flashcode all... Oh Gott. Weißt du, inzwischen wissen das sowieso bald alle, da kann ich eigentlich auch gleich mal Tacheles reden und sagen, wie der Bug geht, ey. Mal im Ernst. Wenn das so weitergeht, dann zeige ich den... Also, Leute, ich weiß, ich habe zwar versprochen, es nicht zu sagen, aber was ich hier gerade gesehen habe, schockiert mich echt zu Tode. Das ist echt schlimm. Also, wenn ich sowas nochmal sehe in so einem öffentlichen Raum, werde ich im nächsten Video zeigen, wie der Bug geht. Und zwar ganz genau. Ich werde es auch mit Erklärung machen. Ankündigungsvideo. Na, guck's dir an! Brick... Also, pass auf, wer used den? Dommy... Flashkult, Deckel, Gamer. Vier Leute. Vier Leute in einem 16-Spieler-Raum usen den. Das ist eine einzige Katastrophe. Oh Gott. Mal ohne Spaß, was soll das denn? Das ist nicht witzig, das ruiniert doch das Spiel. Wie auch Gamer mal gesagt hat, ich mach das nur zum Spaß. Ja, macht dir also Spaß, das Spiel zu ruinieren oder was? Nur so. Ich hab kein Problem, wenn ihr den Bug so wie ich muss. Aber sowas, das ist arm. Das ist einfach nur arm. Oh Gott. Ja, Flashcode will auch wieder schön campen gehen. Brickforce ist am Arsch, ey. Dann eins, wer used den? Also Leute, bitte meldet mal. Gamer, Deckel, Thomas, Flashcode. Die haben den alle geused. Oder zumindest wollten die alle. Nur was nicht Zombie geworden sind, haben sie nicht gewusst. Lol. Bin ich da jetzt sicher?
Bin ich da jetzt? Safety? Ich weiß noch gar nicht, wo ich lang muss. Hier lang? Ja? Nein? Vielleicht? Über mir ist Decke, ne? Da brauche ich erst gar nicht lang zu gehen. Hm, keine Ahnung. Meine lieben Leute, ich sehe hier nur eine Nate irgendwie rumfliegen. Rumschlawinern. Ist da oben einer? Kein Plan, wo er jetzt Typ sein soll. Vielleicht ist der ganz oben oder so. Was macht der? Okay, so, der muss so hochkommen wie möglich. Und dann komme ich da auch. Wunderbärchen, aber hier ist nur ein Camperpunkt. Also hier brauche ich erst gar nichts zu probieren. Aber sagen wir es so, wenn man für alle Lappen, die nichts drauf haben, also hier ist der optimale Camperpunkt. Ich halte doch hier über mir. Ah. Alles klar, Leute, Runde vorbei. Also Leute, das war's von mir. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, haut rein. Ciao.